Ja, er wollte euch vermutlich essen. Ich bin nicht sicher, ob das nicht tatsächlich das bessere Schicksal gewesen wäre. Das ist sicher ein ganz anderes Gefühl, das eurer Brust momentan schlägt und direkt gegenüber. Also gut, viel Erfolg. Ihr werdet das brauchen. Und so könnt ihr aufbrechen, in Richtung Norden. Moment, wir marschieren? Oder ja. Wie wollt ihr machen? Will uns ein Karakil alle tragen, oder wie? Ich steige auf keinen Dämon. Es ist der Notfall-Karakil. Der ist dafür da, um im letzten Moment aber mir aufs Revier zu kacken. Also ich steige ganz entspannt auf meinen Bären. Lasse mich dahin tragen. Okay, die Pferdediskussion hatten wir schon und das Fazit war, dass die uns im Sumpf eh nichts bringen. Ja. Ich dachte ja, irgendwie dran. Ja, deswegen, weil die uns nichts bringen. Okay, das sind nämlich 70 entspannte Meilen. Luftlinie. Marschieren. Und diesmal kommt Tekala tatsächlich mit im Basislager natürlich zurückgeblieben, weil er sonst keine Erwähnung gefunden hat, aber wie es braucht Diamantesin an seiner Seite, vor allem wenn es jetzt durch den Sumpf geht. Er kennt ja im Dschungel relativ aus, zu gut aus und das sind Parallelen. Eine ähnliche Geländekunde. Ist es wirklich? Ist es, ja. Wie viele Kilometer schaffen wir denn in der Stunde? Vor allen Dingen im Sumpf. Normalerweise marschierst du am Tag höchstens 40 und im Sumpf eher weniger. Also 30, wenn du normal gehst und im Sumpf sind es dann 10. Die Frage ist, können wir es uns leisten, auf einer Straße zu sein? Und die Antwort ist, wir müssen es uns leisten können, denn ansonsten sind wir zu langsam. Denn wir können es uns nicht leisten, die Zeit zu verlieren. Da ist die Frage, ich meine, da ist ja gar nichts. Nach der Festung kommt ja nichts mehr. Warum sollte denn eine Straße sein? Es gibt, klar, es gibt einen Weg die Küste hoch. Es gibt einen Trampelpfad, der führt von dem Hafen zur Festung nach Norden zur Nordspitze. Das ist ein Trampelpfad, das ist keine Straße. Okay, wie schnell sind wir auf diesem Trampelpfad? 25 Meilen. Also 2 Tage. 3. Ja, 3. Ja, okay. Ja. Ja, okay, dann ist was anderes auch keine Option. Ich könnte mit Mira vorausreiten und gucken, ob wir so 2 reißen können. Okay, aber du bringst dann schon mal alles um, bis wir da sind, okay? Ich sterbe dann schon mal, bis ihr da seid. Ich könnte einen Karakill anbieten. Ich steige auf keinen Dämon, verdammten. Und wir können euch hier lassen. Das naja, könnt ihr gern versuchen. Also ich reise auch nicht mit einem Karakill, wo ich doch die gute Mira habe. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch den Bären. Nun, so oder so wird es uns sicherlich zugutekommen, unsere Kräfte ein wenig zu regenerieren, bis wir dort sind. Und wenn auch, ihr läuft ganz entspannt, nehmt euch was Wasser. Ich weiß ja nicht. Eigentlich ist es hier doch ganz schön, oder? Es ist so anders als zu Hause, aber auch irgendwie ähnlich. Schön, dass wenigstens ihr Rulat etwas abgewinnen könnt. Ja, lass uns die lange länger hier rumtrödeln. Und dann gehen wir. Ich denke nicht, es ist noch irgendwie so. Wir nehmen den Weg, den Weg nicht zu nehmen, können wir uns nicht leisten. So. Also vermutlich latschen wir erstmal gefühlt 2 Kilometer durch den Sumpf, aber dann gehen wir auf den Weg, oder nicht? Oder ja, auf den Weg. Eine Stunde geht ihr wieder zurück in Richtung des Waldes. Da könnt ihr dann mit einem großen Bogen um die Festung herumbiegen. Die Stadt ist auch ein bisschen lauter geworden, habt ihr das Gefühl? Zumindest gibt es mehr Schreie und Rufe. Ihr wisst nicht genau warum. Serpentin, du kannst es nicht denken, aber da gibt es wohl mehr als vorher. Und von dort aus gibt es dann eine 2-2,5-tägige Reise in Richtung Norden. So, 2-mal regenerieren? Einmal könnt ihr zumindest regenerieren. Wir können zumindest in die Richtung gehen. Es ist immer noch windig, kalt, schneidender Wind. Wir haben immer noch Firun, beziehungsweise vom Firun wechseln wir jetzt vom 30. Firun auf. Nach Firun kommt Zar. Das kann gut sein. Ja, ist so. Ist Dezember, Zar ist vor Firun. Februar. Richtig. Sind wir jetzt auf den ersten Zar. Dementsprechend ist es immer noch kalt. Wir befinden uns im Norden und
je näher ihr in Richtung Norden kommt, desto mehr spürt ihr das Beben im Boden. Immer mal wieder Kiesel, die zittern oder vibrieren. Nicht, dass sie wirklich schweben, aber es ist so, als würde die ganze Insel protestieren. Und dann könnt ihr auf diesem Trampelpfad, der vor... Es hat nicht wirklich geregnet, aber er ist sehr ausgewaschen, als würde er in letzter Zeit viel benutzt worden sein. Viele Fußabdrücke, die sich in Richtung Norden geführt haben. Und er ist selbst aber sehr leer. Gibt kaum jemanden, den ihr da sehen könnt. Auch wenige Gräser. Es ist alles irgendwie tot, habt ihr das Gefühl. Und könnt dann direkt neben oder irgendwie in der Entfernung von dem Trampelpfad rasten und euch dann fertig machen für eine Nacht. Das kommen Wildnisleben proben, oder? Ja, genau, Wildnisleben, wenn ihr regenerieren wollt. Ihr habt keine Ausrüstung. Wer möchte das Lager suchen? Ich würde das machen. Mit Tekala zusammen anbieten. Ich bereue gerade die Geländekonosumpf damals nicht mitgenommen zu haben. Ich würde helfen. Denn das hatte ich vor und dann brauchte ich für irgendwas brauchte ich 50 AP. Ich habe gesagt, ach komm, du würfelst eh nie drauf, du bist nie in dem Sumpf. Ich würde auch unterstützen. Ich auch. Also unterstützen würde ich schon. Dafür muss man nämlich nicht würfeln, nach Wege des Entdeckers. Warte, wirklich? Ja. Okay. Ja. Für jeden, der suchen hilft, gibt es eine Einzelerleichterung. Die Kala würfelt eine 20. Ich möchte ihn mit der Schicksalspunkten. Da das ich die Regeneration auf. Brauche, kannst du meinen haben. Dann würfel ich einmal die 20 neu. Das ist, warte mal, Wildnisleben, Gewandtheit ist das. Ja. Das hat Tikala sogar relativ gut. Tikala gebe ich ein 12er Wert? Klingt vernünftig. 12er Wert. Eine Talentspezialisierung hätte er zwar, aber nicht auf diese Talent. Hat er nicht, ist es nicht seine Verwandte, also für die eine Erleichterung? Er hat Sumpf, das heißt, er kriegt noch eine Erleichterung. Gut. Damit habt ihr aber auf alle Fälle all die Punkte übrig, die ihr bräuchtet, um von einer minus 13 auf eine, was ist das? Plus 2, plus 1? Ach, ich weiß nicht, ich hätte gerne Lidl-Punkte übrig, geht das? Wie was? Also, da werden all die Punkte übrig, ich hätte gerne Lidl-Punkte. Achso. Okay, der war jetzt zu billig. Aber ja, er hat all die Punkte übrig, die er braucht, auch beim Sumpf, und das sollte ihm reichen. Also regenerieren wir ganz normal, oder wie regenerieren wir dann? Ohne Malus, genau, also 1W6. Und mit einer eigenen guten Wildnislebenprobe könnt ihr doch auf eine Plus 1 kommen. Was heißt denn gut? Ich muss gerade mal auf Wege der Entdecker gucken. Mit den entsprechenden Erschwernissen musst du es gelungen haben. 9 Punkte sollten reichen. Also, was ist oder nicht? Glaube ich. Okay, die entsprechenden Erschwernisse schaffe ich nicht. Die gingen alle für Tikala drauf! Okay, aber also, normale Rektor, ne? Ich meine, das ist so am Sumpf. Das ist halt nicht der volle Sumpf. Aber es müsste irgendwie so ein Plus 4 sein, die nördlichen Sümpfe. Ja, Rafim legt sich sehr geschmeidig auf die Bärenpfote von Mira und schläft da sehr gut. So, damit habe ich wieder 21 HSP. Das heißt, gleich noch ein Yalarizel rausschieben. Ja, ich habe nur einen LEP verloren, also den schreibe ich mir nicht. Nördliche Sümpfe sind sogar plus 6, aber das passt. Aua. Ist Runert wirklich ein nördlicher Sumpf? Da, wo ihr gerade. Ja, okay, dann muss ich. Wo ihr gerade noch seid, ja. Guck mal, Steuerung F. Ihr seid jetzt ungefähr. Das ist noch ein Ausläufer vom Sumpf. Morgen dann nicht mehr. Morgen seid ihr hier. Ich wollte mich gerade echauffieren, dass es ein nördlicher Sumpf ist. Und da fängt mir wieder an, wie weit nördlich Rulat eigentlich liegt. In meinem Kopf ist das immer direkt neben Madagaskar. Wunden regeneriert man in der Nachtregeneration. Du machst eine Konsti, erschwert um die Wunden, Erschwernis. Also, wir haben es bisher immer, in jeder Runde macht man das, wenn man 7 automatisch regeneriert, dass die Wunde geheilt ist, aber eigentlich nach Regelwerk ist das nicht so. Man muss eine Konsti-Probe würfeln, um okay, die... Okay, Konsti-Probe. Wir haben das nie so gemacht, dass bei 7 der Nacht, wo die Wunde geheilt ist. Wir haben bisher alle Wunden irgendwie immer mit Heiltränken oder mit Balsam. Ja, stimmt auch. Oder Heilkunde-Wunden-Probe. Also, ich kann dich balsamieren, wenn es dir drauf ankommt. Aber nicht gut. Aber nicht gut, nimm lieber den Heiltrank. Ja, das habe ich auch gerade. Außerdem, Freunde, ich habe schnelle Heilung 3, ich kriege eine Erleichterung auf meine Konsti-Probe. Das ist richtig. Dass diese dumme Scheiße mal relevant wird. Also die Konstitution ist. Ja, ich würde den Heiltrank trinken. Wie gut war der nochmal? D. 3W6 plus 6. 3W6 plus 6. Oh, das könnte ja tatsächlich reichen. Und jede 7 LEP sind eine Wunde. 15. Okay. Wunden, die sich automatisch schließen würden.
Rafim sieht wieder einsatzbereit aus. Wenn ihr am nächsten Morgen aufwacht, könnt ihr feststellen, dass etwas anders ist. Es hat zwar geschneit, aber die Luft ist relativ schwer und auch schwül. Drückend schwül, obwohl der Schnee liegt. Es ist nicht warm, es ist wirklich kalt, aber die Luft ist feucht und klebt in der Lunge. Es riecht auch so ein bisschen nach Verwesung, würdet ihr meinen, obwohl hier keine Tiere rumliegen, keine Fliegen, die euch gestört haben, wie es sonst in den Sümpfen der Fall wäre. Es riecht einfach nach Verwesung. Ihr meint aber nicht, dass es vom Sumpf kommt. Wie stehen denn die Sterne? Kann man aus denen vielleicht ablesen, wann der Konvergenzpunkt für ein Ritual besonders günstig wäre? Würfel mal eine Sternkundeprobe. Ja. Geschafft. Dein Problem ist, dass du keine Sterne siehst. Den ganzen Tag nicht. Die ganze Nacht nicht. Du solltest sie sehen, sie sollten da sein. Das sieht auch nicht nach... Also, es ist auch dunkel genug, dass du sie sehen könntest. Es sind auch keine Wolken da. Die Sternlehre ist auch zu groß. Wir müssen uns dringend beeilen, Capitania. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es wäre ein Übergang, scheint dünn zu werden. Ja, und die Luft dick. Rahandra, hilf. Ich kann euch leider nicht sagen, wie viel Zeit wir noch haben. Wir müssen also vom Schlimmsten ausgehen. Wir hätten mit dem Boot fahren sollen. Oder? Nun, nicht so wichtig. Wir müssen weiter. Und wenn wir einfach von der Plagenbringer verschluckt worden wären, wäre auch niemandem geholfen. Aber ja, weiter. Wir hätten mit dem Charakter reiten können. Der hat uns durch den Limbus gebracht. Dann wären wir jetzt schon da. Wer hat gesagt, er will hier nicht durch den Nimbus? Aber wir können ihn gar nicht ahnen. Könnt den ganzen Tag weiterreisen und zum Glück wird das sumpfige Klima nachlassen und dafür wird eine Grasfläche vor sich euch ausbreiten. Kein weiterer Baum, kein Strauch, nur Gras, wohin ihr auch blickt, was sich dann vor euch auftut. Es wirkt aber trotzdem tot. Es ist vergrün. Ihr seht kein einziges Tier. Mal klar, der Schnee, der dann ab und zu liegt, der dann auch wieder wegschmilzt. Das Problem ist, was ihr habt, auch wenn ihr auf diesem Weg wandert, wirklich viel Steigung gibt es nicht mehr. Ihr hattet die am Vortag dann hinter euch gelassen mit den Sümpfen. Seid ihr jetzt relativ hoch auf einem kleinen Plateau. Aber die Luft tut weh zu atmen. Sie bleibt, wie gesagt, in der Lunge kleben. Sie ist einfach zu nass. Die Luft ist zu nass und wenn ihr sie atmet, bleibt sie in der Lunge kleben. Und ihr rasselt so ein bisschen beim Sprechen, beim Luftholen. Ihr müsst immer mal wieder stehen bleiben und rasten. Schafft also nicht ganz die 30 Kilometer, die man sonst machen würde. Zusätzlich zu diesem Trampelfahrt, die 25. Es ist einfach unangenehm. Und je weiter ihr nach Norden kommt, desto feuchter und drückender wird die Luft. Denkt ihr aber mir, dass man diesen Effekt mit einem Aerogel replizieren könnte? Wahrscheinlich. Denkt ihr des Weiteren, ich muss Boltax fragen, denkt ihr des Weiteren, dass man ihn mit einer Reversalisierung unter Umständen und einer Aufziehung auf unelementaler Basis aufheben könnte? Nun, für ein begrenztes Gebiet sicherlich. Nun, ich fürchte, wir haben nicht genug Zeit, um Experimente und entsprechende Thesen zu formulieren. Schade auch. Fürs nächste Mal, auf jeden Fall. Fürs nächste Mal. Erinnert mich dran. Natürlich. Wir hätten den Efernstrunk mitnehmen sollen. Das Puppewasser meine ich. Nochmal zu spät. Wenn ihr den gesamten Tag über gegangen seid, immer wieder stehen geblieben seid, könnt ihr in der Entfernung, gerade dann, wenn es dunkel wird, den letzten Hügel erkennen, der Olat abschließt, der große Vulkankrater, den Abelmir vor einigen Jahren bereits gesehen hat. Vielleicht ist auch Diamante schon damit an vorbeigefahren, hat die unheimlichen Märchengeschichten gehört, aber normalerweise würdet ihr jetzt rasten, halten, ein letztes Mal, 10 Meilen sind es sicherlich noch, aber wenn dann die Sonne untergeht und ihr gerade dabei seid, ein Nachtlager zu suchen, da könnt ihr erkennen, dass sich der Vulkankrater wohl verändert hat.
Und das sind nicht nur die grünlichen Lichter, die davon ausgehen, die Dämpfe, die nach oben steigen. Der Vulkankrater sollte eigentlich erloschen sein. Dämpfe sollten nicht hochsteigen, aber vielmehr könnt ihr etwas erkennen, beleuchtet durch die Fackeln, die ihr selbst durch die 10 Kilometer noch sehen könnt. Da ist ein gewaltiges Ungetüm, ein Monster, eine monströse Kreatur, die Gestalt angenommen hat, die nach oben wabert. Sie hat die Gestalt einer gewaltigen Kröte. Was ist das denn? Kennt ihr so etwas? Nun, ich kann euch sagen, dass es kein Toramasch ist. Gebt mir einen Moment. Hat jemand Linsen dabei? Ein Fernrohr? Ja, klar. Hier, nimm. Danke doch. Was sehen meine Nicht-Elfen-Augen? Außer Mendarion, der gerade neben uns ins Gebüsch kotzt. Ein gewaltiger Dämon. Ja. Viele Hörner. Habe ich Kenntnisse? Fragezeichen. Würfelzeichen. Du kannst zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele 10 gehörte Dämonen sind mir bekannt? Du kennst Yona Ho, aber das der ist es nicht. Eine gewaltige Kröte, 30 Meter hoch. Ist das ein Fall für Dämonologie oder ist es hoffnungslos? Du darfst gerne mal würfeln, plus 18. Darf ich auch? Plus 18 wolltest du haben, plus 18 hast gekriegt. Dann darf auch Abel mir. Okay, brauchst du nicht mehr, okay. Ja, wir sind Seefahrer, wir haben sicher mehr als ein Fernglas. Er hat's auch fast gehabt. Fast, ja. Es kann nur einen Dämon und Rücken geben. Das muss die Leichmutter sein. Die alten Schriften nennen sie wohl Wurkraugts. Und sie beschreiben sie als Göttin der Krakonier. Die unsterbliche Leichmutter. Begraben dieser Krater als Stätte, als Heiligtum. Aber sie haben sie befreit. Interessant. Kapitän Jana, falls ihr es sehen möchtet. Dies da ist eine ursprünglich als verloren gegangen gedachte Abart der Dämonen. Nein, verloren ist vielleicht etwas auch treibend gesprochen aus Sicht der Gildenmagierschaft, aber ihr kennt es ja. Nichtsdestotrotz. Ich darf mich also glücklich schätzen, an dieser bedeutenden Erkenntnis der Dämonologie teilhaben zu dürfen, ja? Nun, das kommt darauf an, ob wir das Ding in eine Flasche bekommen und nach Bravak bekommen. Kleiner Dämonologenscherz. Ihr solltet nicht damit rechnen, diese Kreatur auf herkömmliche Weise wandern zu können. Irgendwelche Vorschläge? Nun, sie ist vermutlich für die ähnliche Art von Täuschung anfällig wie alle ihre Artgenossen, auch weniger. Und der Hoffnung nach höchstwahrscheinlich immobil. Wir könnten, falls sie aus einer Bannung befreit worden ist, vielleicht davon ausgehen, dass sie immer noch lokal gebunden ist. Und diese Bindung hinreichend stark sein mag, um uns eine Annäherung zu ermöglichen, ohne entdeckt zu werden. Würde uns die Elfenhafen nicht helfen, den wir uns vertreiben, zu bannen? Das wäre dann wohl die nicht herkömmliche Herangehensweise. Ich würde es jedenfalls nicht als uneingeschränkt einzigen Plan, den wir haben, in Betracht ziehen. Wie denkt ihr, ist der Zusammenhang zu dem Ritual? Ist das das Ziel, dieses Geschöpf endgültig zu befreien, oder ist es ein weiteres Hilfsmittel? Ich kann es euch nicht sagen. Ihr werdet sicherlich euch darüber im Klaren im Gewahren sein, dass diese Art von Ritual eine sehr hanebüchene Methodik der Dämonologie ist. Schließlich weiß man, wenn man ein solches Tor aufstößt, nicht wirklich, was hindurchkommt. Entsprechend, seht ihr, wie sie da oben sitzt? Perfekt still am Ritualplatz, wie in Position. Wäre sie beschworen worden, hätte man sie vermutlich sofort direkt auf ihren Zweck angesetzt. Entweder ist dort zu sitzen also ihr Zweck,
Oder sie wurde nicht im Zuge des Rituals beschworen und wir sind noch nicht zu spät. Ich denke kaum, dass es ein unerwünschter Nebeneffekt ist oder das Endziel der Sache. Dann frage ich mich allerdings, welcher Bastard diese Beschwörungsformel gefunden hat und wo. Ihr könnt mit mehr als Lebewesen rechnen, denke ich. Krakonian, um genau zu sein. Oh, das wusstet ihr. Ich sollte Zeichnungen machen, nein, wir haben keine Zeit. Was tun? Naja, ich befürchte, unser Nachtlager hat sich damit erledigt, richtig? Auch. Also sollten wir weitergehen, während wir reden? Auch. Nun, wir könnten es auf einen direkten Konflikt ankommen lassen. Nein, können wir nicht, denn Arion Paligan da oben ist, hat er den Splitter der Korruptor. Und wenn er den Splitter hat, ist alles vergebens. Vielleicht mit... Nein. Ja, bei mir ist er doch Weißmagier gewesen. Wie sieht man die Bannung eines Zehnkönigs vor? So aus eurer Sicht. Nun, normalerweise mit einem Pentagramm. Wie es mir scheint, aber sie ist anscheinend irgendwie noch gebunden an diesen Ort. Etwas hält sie noch zurück? Die Frage, die sie mir stellt, ist, hält ein Wille sie zurück oder eine Matrix? Matrix-Fäden, könnt ihr sie dort erkennen? Ganz knapp? Er verfügt über einen Zauber, der eure Sinne verstärkt. Ich bin kein Hellseher bei mir. Nun gut, an dich ist einmal probieren. Ich bin zwar etwas erschöpft, aber nun, ich will es gern probieren. Ich würde dann halt, wie gesagt, einen Adlerauge wirken. Und ich schaue zwischendrin, ob man Zaubertränke und Schnaps mischen kann. Mit neuer Zeit lassen. Weiß jemand, wie viel ein D-Zaubertränk gibt? 3 bis 6 plus 4, aber ich muss jetzt lügen, weiß ich nicht. Nö, ich sehe nach. Okay, ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber wie, ich habe 15 Punkte, ich habe eine Spezialisierung einzusehen, sehen. Es sind 17 Punkte drunter. Und das verstärkt es. Maximaler Schwernis 14,5. Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, keine Ahnung. Das liegt gerade 15. Gut, der Adlerauge. Ich glaube, ich bekomme durch die Spezialisierung beim Einzelsinn, glaube ich, die Doppel-ZFW nochmal zusätzlich. Wofür ja. Nochmal deine Sinneschärfe? Du bekommst doppelte ja. ZFW-Sterne auf. Als Erleichterung auf. Nein, ja doch, als Erleichterung auf Sinneschärfe proben. Sekunde.